herzlich willkommen bei einer neuen Folge LSPDFR. Heute sind wir nicht als Streifenpolizisten unterwegs, sondern als Gang Unit. Deswegen haben wir auch ein Taxi. Es ist kein normales Taxi. Es ist ein Undercover-Fahrzeug. Ein Unmarked-Taxi. So. Was haben wir? Wer ist das hier? Keine Event mal ändern. So, wir versuchen heute rund ums Ganggebiet mal zu fahren. Wir nehmen Gang-Callouts an, nehmen auch normale Callouts, sondern bei eher die Gang-Callouts. Also Gang-Attack oder so, sowas, ne? Oder Robbery. Dann. Naja, was halt hier so in dem Viertel passiert. Gut, da können wir jetzt auch mal. Ich hab das Gefühl. Ah, jetzt geht's. Na, es ist besser, also. Das Sheriff Department ist schon nah dran. Oder? Sind das Vollidioten? So. I need some damn backup, man! Was hat denn der hier für einen Wagen? Chevron? Nee, ich wollte gerade in der Nähe Rolls Royce. Also willst du? Ah, fährt er hier entlang? Das kann ich dem Chief aber dicke bezahlen, den Kratzer. Wenn ich den nicht bekomme, dann muss ich den ganzen Schaden zahlen. Oh Gott, wie fährt der denn? Nein? Aha. Wie kann man denn nur so fahren? Vielleicht drängen wir den mal ab oder so? Nee. Ja, ja, irgendwie so. So. Ach, bitte fahr doch keinem hinten rein, bitte. Bitte tu's nicht. Komm, nein. Nein. Oh. Man, hier noch ein paar State Patrol. Ja, der andere, der ist jetzt geflüchtet. Ja, ich wollte nicht den einen schnappen. Oh, wie fährt er denn? Oh Gott, die Motorradstaffel. Wie fahren die denn? I need some damn backup, man! So, come. Jetzt. Oh, nein. Nein, nein, doch nicht. Ich will der Taxi sich beschädigen. Boah, Junge. Da geben wir mal ein bisschen Ego-Perspektive. So, dann machen wir das mal wie in den USA. Und dann wäre das wie in den USA, dann würde ich nicht mit einer Hand schießen, dann würde ich nämlich mit zwei schießen.
hat der Schuss hier Reifen oder? Ja, wenn, dann muss ich jetzt wirklich auf Pitland-Manöver gehen. Oha, Junge. Junge, wie viel hält denn der Wagen aus? So, die Hände hinter den Kopf. Wir sind hiermit vorläufig festgenommen. Ich nehme sie fest, Leute. Gut. Sie können doch, erstens keine illegale Straßenrennen führen. Und zweitens. Ah, nein! Wir kommen jetzt erstmal in Gewahrsam. So, Abschlepper rufen. Was ist passiert, der Herr? Reden Sie mit mir. Okay, der ist gefallen. Irgendwie. Ja gut, jetzt kommt noch das Gleiche. Ja, das habe ich so mit. Das hätte ich Call Edison. Was seid ihr denn jetzt für Cops? Ich zieh die jetzt raus. So. Ich hab den jetzt rausgezogen. Wir erstmal, ob es ihm gut geht oder nicht. Da kriegen sie es hin. Weil wenn nicht, dann hole ich dann ein Ding vom Fallschirm. Bin ich die ganze Zeit schon Fallschirm. Damn. Another DOA. Das ist jetzt blöd. Aber werden wir einen Corona rufen. No way! Gut. Na dann bringe ich die Wind jetzt mal, beziehungsweise den Einsatz hier. Ab hier übernehmen die Gerichtsmediziner. Beziehungsweise der Corona, glaube ich. Ich bin hier im Prisoner Escape. Wenn der jetzt. Ist der Typ? Ich blöd. Na, da ist der. So. Don't you move. Keine falsche Bewegung auf dem Boden. Hiermit sind sie festgenommen, da sie aus dem Gefängnis, aus dem Strafgefängnis ausgebrochen sind oder so. So. Na. Endlich sind wir fertig. So. Ich lasse jetzt mein Auto noch bei Los Santos Customs reparieren.
Und dann fahre ich zum Gänggebiet. Wir sehen uns im Gänggebiet bis in einer Sekunde. Ja, oder zwei. So, liebe Kollegen, Kollegen, sag ich schon, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt wieder im Gänggebiet. Wir haben hier ein Kidnapping. Ich glaube Kidnapping? Nee, Kidnapping heißt das. Das ist auf jeden Fall ein Code 3. Also ich habe das Gefühl, wir kommen nicht irgendwas zu Gang-Operationen oder so. Ja, Rettungsgasse. Immer diese Leute, die keine Rettungsgasse machen. Ah, da ist da unten. Kennt ihr das? Also damit hat die Feuerwehr immer zu kämpfen mit so Rettungsgassen, wenn die Leute keine Rettungsgassen machen. Was ist das hier? Ein Straßenrennen in einem... I need some damn backup, man! Du Junge. Oh, shit! Oh Gott. I need backup! Doch Gott, erstmal einen Panikbutton. Junge, gerade das Auto beim Wasser des Kapsels repariert. Oh Gott. Ich muss doch da zum Kidnapping. Ich hab schon mal Corona angefunkt. Oh, meine Fresse, ey. Das Fahrzeug hier ist jetzt erstmal beplatnahmt. Das ist mal das Radio-Size. Fahren wir endlich. So. Oh. Jetzt fahren wir erstmal zum Kidnapping. Der fällt jetzt nicht ernsthaft. Oh, ist gut. Nee. Das war klar, dass er absäuft. No fucking way. Das war die schwerste Festnahme in meinem Leben. Kommen wir erstmal mit, weil sie irgendjemanden kidnappen wollten. So, nur hier erstmal den Hautwerk. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Kann ich nicht ein Taxi oder so? Nee. Dann heißt es wohl, ich mache ein Fußmaß. Wir sehen uns, und dann habe ich meine Tür, wir sehen uns nämlich, wenn ich ein Fahrzeug gefunden habe, beziehungsweise auf der Wache bin und mir ein Fahrzeug geholt habe. Ich war gerade bei der Dienststelle, habe mein Taxi geholt und wir haben direkt schon den nächsten Platz. Wir müssen jetzt nämlich nur mit dir. Und ich fahre im fucking Gegenverkehr. Oh, das ist ja knapp. Und sorry wegen dem Radio im Auto. Na, jetzt ist es schon wieder kaputt. Ich kann das nicht machen mit Kuh. Ich kann es nicht ausmachen, weil ich X spawn. Was heißt gespawnt? Ich hab den geholt und. Ja, ich hab den gespawnt und dann. Also der ist gespawnt und. Dann
Radio. Kann schon hier aus meinem Ding. Oh, ich bin. Der ist definitiv tot. So, Waffe ist erstmal beschlagnahmt. Statt Fahrzeugsuchung. Nein, mein Plugin geht immer noch nicht. Das Fahrzeuge durchsuchen Plugin geht bei mir immer noch nicht. Ja, gut. Und mal ein Tautfuck. Ein Truck für einen Truck. Hab schon Corona gerufen. Ja, und Corona und. Das muss auch noch abgeschleppt werden. Gut, ab hier übernehmen die Kollegen. Ja, weil die wurde erschossen, da brauche ich keinen Krankenwagen zu. Das macht ja keinen Sinn. Ist nicht kommt 4 Einsatz? Spenden jetzt einfach machen selbst, weil ich keine Ahnung. Ich sag mal mein Dings ausmachen. Und liebe Leute, da ist mein LSPDF erst aus irgendwelchen Gründen gecrashed. Liebe Zuschauer, wir sind wieder da mit einem neuen Streifenwagen. So. Und du gehst jetzt erstmal weg von der Straße. Nicht. Muss ich immer alles selbst machen. Daher, bitte gehen Sie. Bitte gehen Sie. Ich sagte, Sie sollen gehen. LSPD, stand down! So. Dann muss ich das alles immer machen. So. Dann bitte gehen Sie. Passen Sie bitte auf sich auf. I need some damn backup, man! So. Das wollte ich irgendwie gerade nicht. Wieder im Rennen. Wir fahren erstmal zu unserem Streifengebiet. Gangviertel, weiß ich. Ich würde mal sagen, wir kontrollieren ein paar Dudes hier mal. Vielleicht die Dudes jetzt mal nicht unbedingt. Das ist hier immer so ein. Ja, das sind hier stehen noch ein paar Dudes. Könnt ihr bestimmt parken. Mal halten. So, hier stehen noch ein paar Dudes. Ja, mit so einer. Ey, yo, du Dude. Du siehst mir jetzt wieder gefährlich aus.
Junge, ich will kein... Ich wollte eigentlich kein Sch- ich wollte kein Sch- wenn du einfach nur einmal ein Gang-Gebiet kontrollieren willst, eine Personenkontrolle machen willst, dann passiert genau sowas. Von Corona rufen, Junge, ey. Junge, ich wollte... Junge, ich... Ja, das SWAT kommt hier mit Sonnenwagen. Direkt aggressiv, ich so, oh no, ja, das Beauty irgendwo leck mich. Wir fahren jetzt weiter. Gerichtsmediziner können ja übernehmen. So, die sehen doch freundlich aus, die können wir noch mal kontrollieren. Ah! Jetzt gehen sie, wo die Cops sehen. Bleiben Sie mal stehen. Stop what you're doing right now. Kiflom. Fresh chick. Da überprüfen wir mal seine Daten. Könnten wir mal Drogentest machen? Sind Sie damit einverstanden? Okay, sind Sie damit einverstanden. Negativ, wär's Alkohol brauchen wir nicht unbedingt. Können sie aber geben. Wunderschön noch. Okay. Meine Tür. Ich hasse diese Gegend hier. So, extra noch provokant gut. Das jetzt hier? Wieso ist hier blau? Achso, das ist ein Kollege. Ich könnte auch nur den. Ich soll ich noch was ziehen? Nee. Dann fahren wir mal in den Hut rein. Gerichtsmediziner, also seid ihr irgendwie... Ich möchte mal bitte von jedem bitte seine Driving Leads, seinen Personalausweis. Von dem Driver erstmal. Haben Sie mich bitte hier. Das war noch der ein andere. Das jetzt hier. Driver einmal aus
Personalausweis bitte. Also Führerschein. So. Clearance. Naja, ich muss jemand leider vorläufig festgeben. Wir werden von der Polizei gesucht. Steigen Sie bitte hier hinten ein, ich mache die Tür sogar auf. Bitte docken. Moment. So. Don't make me use this! So, ich mal das Fahrzeug erstmal. Mal überprüfen. Sollte das Fahrzeug alles in Ordnung sein, können Sie das bitte. Target license please. 4, 6, Edward, Edward, ja, gut, King, 5, 7, 2, no, 1099. Na, dann dürfen Sie jetzt gehen. Dürfen wir das Fahrzeug jetzt verführen. Und. Fahren Sie bitte vorsichtig. So, das nächste nächstliegende Gefängnis. Wurde auf unserer Karte markiert. Das ist auch der Ende des Einsatzes. Die Person wurde jetzt von uns gesucht, also vom LSPD. Ich weiß, ich bin gerade über Rot gefahren. Ich fahre jetzt damit einfach mit Q2, ich habe da keinen Bock zu stehen. Rein. Das war's mit der Folge LSPDFR heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, morgen, was auch immer. Ciao.